Libori 2022. Es darf wieder gefeiert werden und es wird wieder gefeiert. Und damit ganz herzlich willkommen zu Libori TV. Aufatmen. Für das Erzbistum Paderborn steht das in diesem Jahr ganz klar über dem Fest. Denn zwei Jahre lang haben die großen Libori-Feierlichkeiten ja sozusagen auch die Luft anhalten müssen. Bis jetzt. Wir nehmen Sie heute mit durch die Stadt Paderborn. Wir zeigen die Vorbereitungen auf das Fest. Wir sind bei einer Wallfahrt dabei, bei der ordentlich die Tränen fließen. Und wir sagen Prost mit extra gebrautem Libori-Bier. 836 gab es ja die feierliche Prozession von Le Mans nach Paderborn. Die Gebeine des heiligen Liborius, die kamen damals in die Stadt. Und damit war sozusagen auch der Grundstein gelegt für das heutige Libori-Fest. Seit Jahrhunderten dürfen nur die Mitglieder der Bruderschaft der Schreinträger den kostbaren Schrein tragen. Und mit ihren aufwendigen Roben prägen sie auch das Bild der Feierlichkeiten. Und sie bereiten sich entsprechend vor. Das ist schon ein Ehrenamt, wo wir stolz drauf sind, dass wir das machen dürfen. Natürlich ist das sehr emotional, weil es ist halt Libori und diese ganzen Feierlichkeiten und das Festliche. Das ist halt dann schon Gänsehautgefühl, aber es ist eben auch Arbeit. Man muss tragen, man muss sich konzentrieren, dass jedes Rädchen ineinander greift und dass dann keine Komplikationen passieren. Und bis jetzt haben wir immer Glück gehabt. Am Donnerstag holen wir immer den Schrein aus dem Museum und bringen ihn dann in die Schatzkammer im Dom, sodass der Schrein schon mal vor Ort ist. Den Schrein und nur die 16 Aktiven. Und wir haben auch nicht so viel in Reserve, weil wenn man dann bei den Schreinträgern ist, möchte man schon auch gerne den Schrein tragen. Früher hieß es Handwerksmeister, aber mittlerweile sind es auch durch alle Stände. Man muss das schon mit Herzblut machen, man muss den Glauben haben und auch natürlich die Kraft. Es kommt tatsächlich auf die Gewichtsverteilung an, weil es sind 220 Kilo im Gesamten. Und wenn dann jeder sein Achtel trägt, ist es erträglich. Aber wenn es dann von der Aufstellung her nicht passt, dann merkt man das schon. Und dann muss man noch mal umstellen. Libori bedeutet Tradition, Kirche, Kirmes, Kultur, die drei Ks. Das ist so ein Dreiklang, den es nur in Paderborn gibt. Es ist immer wieder ein Gänsehautgefühl, wenn der Tusch dann ertönt. Und man kennt es seit Kind her. Ich bin am Kamp aufgewachsen, das ist nicht weit von hier. Und man hat das immer gesehen. Damals hätte man sich das nicht träumen lassen, dass man tatsächlich auch mal selbst den Schrein trägt oder sogar Bruderschaftsmeister wird. Von daher freut einen das schon und macht das auch mit Herzblut sowas. Der heilige Liborius findet sich überall in der Stadt, wie hier der Brunnen am Kamp. Der 23. Juli, das ist sein Todestag. Und seit fast 1200 Jahren wird er nun schon in Paderborn verehrt. Heute wird nicht nur kirchlich gefeiert, sondern natürlich auch auf der Kirmes, die für 1,5 Millionen Besucher jährlich einfach mit dazugehört. Aber nicht nur deshalb wird sich auf Libori gefreut. Also Libori ist für mich eine Verbindung von kirchlichem Fest und der Kirmes, dem weltlichen Teil, wenn man so möchte. Gegrüßt seist du, O Libori, aus vollem Herzen. Wir freuen uns hier alle, dass endlich Libori wieder stattfindet. Ich freue mich auf Musik-Express, weil das macht immer Spaß. Das Kettenkarussell, das alte Kettenkarussell, ja. Von der Kindheit an. Wir gehen auch in den Dom, gucken wir uns auch an. Das ist mehr als jetzt hier Böllerschüsse. Wir gehen auf den Pottmarkt. Nee, das passiert im Dom bei mir. Es ist ja dann auch einfach überall was los. Wir gehen da in die Hinterhöfe, da hinterm Dom. Ich weiß von so einem kleinen Biergarten hinterm Dom. Wie nennt sich das? Da geht man öfter mal oder gerne mal vorbei. Diese Gärten, wo man sich aufhalten kann. Man trifft sich und man feiert und wacht morgens auf, wenn man einen schönen Abend gehabt hat. Da kann ich mich nur anschließen. Dienstag ist für mich Libori halb vorbei, wenn der Schrein wieder reinwandert. Was mich nicht davon abhält, natürlich hier und da noch dabei zu sein, ne? Und bei den Festivitäten stattzufinden, das ist klar. Ist das Wissen genauso groß wie die Vorfreude? Drei Tage feiern wir das kirchliche Libori-Fest, 9 Tage insgesamt. Paderborner Allgemeinwissen, oder? Ja, normalerweise von Samstag bis nächsten Sonntag. Acht? Samstag bis den anderen Sonntag. 9.
836 kamen die Liborius-Reliquien zu uns nach Paderborn. Zu Lebzeiten hatte der heilige Liborius welches Amt inne? Ja, das war Liborius, das war doch ein... Ich komme da jetzt nicht drauf auf den Namen, ich bin doch schon ein bisschen älter. Ne? Bischof? Ja, der Bischof, ganz genau. Der Bischof, ne? Naja. Ja. Liborius war Bischof in Le Mans, wenn ich mich richtig daran erinnere. Der war Bischof, ja, wissen wir auch. Mit dem V, das wissen wir auch. Ja. Die Prozession mit Libori-Schrein durch Paderborn. Eines der Highlights vom Libori-Fest. Wer hat denn schon mal drauf geachtet, wie viele Schreinträger es gibt? Also ich würde sagen 14, 16. Ich meine, es wären 6, ne? Oder 4. Ja, 6, ne? Nee, 8. Ja, dann sind es 8. Dann wissen Sie dann mehr als ich. Das war der Warner, ne? 16, ne? Weil wir, glaube ich, 8. Oh, jetzt muss ich im Kopf zählen. Sind es, nur 4 sind es nicht. Es sind mehr, oder? Ja, sind es 8? Ich denke 12. Ich weiß es aber nicht. Wissen wir auch. Mit dem V, das wissen wir auch. Das weiß ich nicht. Also ich sag mal 9. Oh, 10. Ach, vielleicht nur 8. Also da müssen wir gestehen, das haben wir uns dann doch noch nicht so oft angeguckt. 16 oder 8. Beides richtig. Denn die zwei achtköpfigen Schreinträgergruppen wechseln sich immer ab. Unser Enkel heißt sogar Liborius. Weil es ein echter Paderborner ist, ja. Sie ist am 27.07. geboren auf Libori-Samstag. Unter Glockengeläut um 14:45. Unsere nächste Station ist wieder ein geheimnisvoller Ort im Erzbistum. Und hier an der Paderborner Marktkirche waren wir ja schon einmal und haben mit dem Totenkeller etwas durchaus Gruseliges erkundet. Und auch in der Kapuzinerkirche am Liborianum gibt es an einem Ort etwas Geheimnisvolles, wenn man sich denn hineintraut. Herzlich willkommen hier in Paderborn zu einem neuen Hidden Place. Wir wollen auf die Suche gehen nach einem solchen versteckten Ort. Ich bin Hermann Josef Vogt und möchte Sie gleich zu einem Platz führen, den Sie mit Sicherheit nicht kennen. Es sei denn, Sie waren Bewohner des Kastens hier, ein Kasteser. Aber dazu gleich mehr. Kommen Sie bitte mit. Ja, schön, dass Sie mitgekommen sind, denn wir sind ja noch auf dem Weg hier zu unserem Hidden Place. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass es doch eine sehr kahle Kirche ist. Die Vorschriften der Kapuziner waren, einen Raum zu bauen, der ganz schlicht und ganz einfach konstruiert war, wie dieser Saal hier jetzt auch dann konstruiert worden ist. Nach der Säkularisierung 1809 wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts das Kapuzinerkloster zum Knabenseminar. Und das Knabenseminar beherbergte dann Jungen, die am Theodorianum Abitur machen sollten, um dann möglichst auch weiterzugehen im Priesterseminar, um dann Priester für das Bistum Paderborn zu werden. Und diese Jungen benannten dann ihren Ort, an dem sie wohnten, Kasten. Und sie selber waren dann die Kasteser. Und die wissen von dem Hidden Place, zu dem wir jetzt gehen, viel zu erzählen. Kommen Sie mit. Damit haben Sie nicht gerechnet, was Sie hier gesehen. Ein wirklich versteckter Platz
der Totenkeller der Kapuziner. Die Kapuziner hatten zunächst gedacht, sie kämen mit dem Kirchenraum aus, aber merkten sehr bald, dass das nicht gehen könnte. Als dieser Platz aber dann belegt war, hat man Reihe für Reihe diese Gräber gebaut, die ja fast so anmuten, als wäre es für uns so für sich genommen, ja wie so ein Backofen. Und sie heißen tatsächlich auch als Fachterminus Backofengräber. Wir haben hier drei Reihen übereinander, acht solcher Grabstellen nebeneinander, in die dann hinein der Leichnam des Paters geschoben werden konnte. Es verwundert ja nicht, dass so ein Raum, in dem wir uns hier befinden, eine ganze Reihe von Geschichten auch im Laufe der vielen, vielen, vielen Jahre zu erzählen hat. Eine zum Beispiel führt uns zurück in den Zweiten Weltkrieg. Die Anwohner hier kamen heruntergelaufen bei Fliegerbombenalarm und konnten hier oben Platz finden in der Hoffnung, dass tatsächlich auch sie diesmal wieder geschützt nach Hause und beschützt nach Hause gehen konnten. Und wenn ich hier so einen Knochen sehe, das ist kein Knochen von den Kapuzinern hier drüben, aber wir wissen, draußen hinter der Wand drüben war der Friedhof. Der Raum war natürlich verbotenes Gelände. Und die Mutprobe galt, gehst du da runter, dann musst du als Ergebnis einen Knochen mitbringen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Paderborn mit zwei großen Totenkellern. Wer hätte das gedacht? Und jetzt lassen wir die Toten ruhen. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie behütet und bedacht und freue mich auf das nächste Mal. Auch eine Wallfahrt kann ganz überraschende Wendungen nehmen, für Teilnehmende, aber auch für die Menschen, die auf den letzten Metern dabei zuschauen. Das werden Sie jetzt sehen, denn die Marienwallfahrt in Werl, die hat viele in diesem Jahr zu Tränen gerührt. Seit 1661 pilgern die Gläubigen nach Werl, um ihre Sorgen und Nöte loszuwerden oder um einfach mal Danke zu sagen. Und die Wallfahrt zum Patronatsfest Mariä Heimsuchung, die war diesmal etwas ganz Besonderes. Sieben große Fußwallfahrtsgruppen. Der Tag, an dem Maria Elisabeth besucht hat und an dem heute die Menschen Maria besuchen. Ein Glaubenszeugnis, ein Beten mit den Füßen. Jahrhundertealte Tradition. Dass sowas auch eben über so eine lange Zeit weitergeht, das hat wirklich eine Bedeutung. Das Ziel? Die Wallfahrtsbasilika. Und es hält genau 51 Wochen. Alle Kraft, aller Mut, alle Energie. Und dann gehen wir ja schon wieder. Tränen in den Augen, weil es sehr feierlich war, sehr groß, viel imposanter, als ich eigentlich erwartet habe. Das Patronatsfest Mariä Heimsuchung. Für Werl der Höhepunkt des Jahres. Ein Gesicht der Werler Wallfahrt, Ursula Altehänger. Seit 2019 liegt die Wallfahrt in den Händen eines neuen Teams. 2022, ihr erstes Jahr ohne Einschränkungen. Wir freuen uns total auf die Menschen und die Begegnung. Also wir haben ja das Motto Himmel und Erde berühren. Und ich sage immer so, das kann man in Begegnungen spüren, dieses Himmel und Erde berühren.
Ja, liebe Warsteiner, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in Werl. Es ist auch so eine Geste natürlich des Willkommenheißens hier in Werl. Da haben sich Menschen auf den Weg gemacht zur Mutter Gottes und wir möchten schon gerne, dass sie eben auch ja, hier willkommen geheißen werden, dass sie ankommen können. Und wir begleiten sie jetzt praktisch auf diesen letzten Metern hin zur Basilika, singend und betend natürlich. Und dann ist die Begrüßungsandacht. 7 große Fußgruppen werden erwartet. Den Anfang macht traditionell Warstein. Nachts aufgebrochen, jetzt am Vormittag endlich an der Wallfahrtsbasilika in Werl. Ankommen, zur Ruhe kommen, die besondere Stimmung aufsaugen. Paul Kaup ist 12 Jahre alt und als Messdiener bei der Wallfahrt. Werl, für ihn Heimat. Die Wallfahrt, etwas, woran er Freude findet. Das ist schon eine besondere Kirche hier in Werl, weil hier kommen ganz viele Pilgerinnen und Pilger auch hin. Mir macht Spaß, wenn es nicht ganz so heiß ist, weil das Schwitzen und dann noch das Tragen und das Gewand, das ist auch schon ein bisschen dabei. Aber sonst ist das alles ganz cool. Während die erste Gruppe bereits in Werl ist, sind andere noch unterwegs. Das ist Pilgern, wenn Menschen zusammenkommen, sich verstehen miteinander und wenn es Menschen gibt, die schon mal eine Sorge haben und die vortragen und schon wird sie gelöst. Seit 1760 nehmen Menschen aus Olpe schon die Wallfahrt nach Werl auf sich. Zuerst zu Fuß, dann per Eisenbahn oder Bussen und mittlerweile auch wieder als Fußwallfahrt. 90 Kilometer, verteilt auf 3 Tage. Wie alle wallfahren sie nach Werl, um Sorgen und Nöte, aber auch Dank und Hoffnung vorzubringen. Die Ruhe, zu der man kommt. Wichtig ist natürlich auch die Kameradschaft untereinander, die Gespräche, die man mit den anderen Pilgern zusammen hat. Es ist wieder so ein Stück zurück. Man muss wieder mit wenig klarkommen. Mit einer tollen Truppe ist man zusammen und das bedeutet mir schon sehr viel. Die Olper Wallfahrt in diesem Jahr mit einer Besonderheit. Eine neue Fahne, die am Abend gesegnet wird. Dort treffen die Menschen auch auf Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best. Doch warum Maria Heimsuchung? Was zieht viele Menschen gerade an diesem Tag zum Gnadenbild der Gottesmutter nach Werl? In der Heiligen Schrift im Lukasevangelium steht, Maria hat erfahren, sie ist schwanger und sie kann ihre Freude gar nicht für sich behalten, hat gehört, dass ihre Verwandte Elisabeth auch ein Kind erwartet und sie bricht auf. Und bei Lukas, das ist ganz interessant, steht im Urtext wirklich, sie eilt. Sie läuft los, weil sie diese Freude gar nicht für sich behalten kann. Und deswegen ist Heimsuchung eigentlich ein klassischer Wallfahrtstag, weil Menschen loslaufen, weil Menschen sich auf den Weg machen, Freude zu erfahren, genauso auch ihre Päckchen mitzubringen, die sie ihr ablegen. Warstein, Delbrück, Olpe, Lenhausen oder Arpe. Viele Gruppen kommen aus dem Erzbistum Paderborn nach Werl. Die größte kommt aus dem Rhein-Sieg-Kreis. 3 Tage lang geht die Mucher Fußwallfahrt jeweils über 40 Kilometer pro Tag nach Werl. Dieses Zwischenmenschliche ist, glaube ich, ein ganz großes Plus auf so einer Tour. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber wächst schon so ein bisschen zusammen wie eine Familie. Jeder hilft jedem. Die Trösterin der Betrübten genannt, ist das Gnadenbild in Werl der Mittelpunkt der Wallfahrt. Hier erbitten die Menschen die Fürsprache der Mutter Gottes. Mir imponiert immer dieses Glaubenszeugnis, das die Menschen ablegen. Denn es ist ja so, die gehen seit Tagen durch Sauerland oder durchs Paderborner Land. Viele andere sehen sie in einer Zeit, in der Kirche gar nicht populär ist. Und plötzlich sind da auch viele jüngere Leute, die zeigen, uns bedeutet Glaube doch etwas. Uns gibt Glaube ein Fundament für unser Leben. Dieser Tag ist also so urtümlich Werl. Nach und nach kommen die Gruppen an der Basilika in Werl an. Erschöpft, aber glücklich, endlich am Ziel zu sein. Thank you.
Ganz zum Schluss, kurz vor der Eröffnungsandacht zu Maria Heimsuchung, trifft er nach über 120 Kilometer Fußmarsch die Mucha-Wallfahrt ein. Gelebter Glaube und Heimsuchung, die Emotionen wecken. Das ist ja das Schöne an katholischem Glauben. Das ist ja nicht nur beten. Das ist ja miteinander leben, miteinander glauben, miteinander tun, Gemeinschaft erleben. Wenn der Liboritusch im Dom ertönt, dann ist das für viele das Highlight. Feierlich, kraftvoll und eigentlich gar nicht für das Liborifest komponiert. Er ist aus dem Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy. 1836 wurde diese Notenfolge anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums zum allerersten Mal in Paderborn gespielt und gilt seither bei den Feierlichkeiten als Liboritusch. Und für die, die ihn spielen, ist es immer etwas ganz Besonderes. Die Erhebung und Beisetzung der Liborius-Reliquien. Ohne einen Klang längst nicht mehr denkbar. Den Liboritusch. Das warten halt alle drauf. Für mich ist es immer ein Ereignis. Mit diesen Vorbereitungsakkorden durch die Orgel. Das ist einfach nur Gänsehaut. Jetzt geht's los und jetzt gleich kommt der Tusch. Seit Jahrzehnten gespielt vom Blasorchester Paderborn der Stiftungsfamilie Bahnsozialwerk. Gemeinsam mit anderen Musikern aus umliegenden Orten. Dazu gehören auch einige Musiker der Blechwerkstatt, einem Blechbläserensemble aus Paderborn. Ich glaube, dass Blechbläsermusik grundsätzlich in der Kirche einfach gut, sehr gut klingt. Und es ist wirklich ein gutes Pendant auch zur Orgel und zum Gesang auch. Und wenn es festlich und feierlich sein soll, gehören eigentlich die Königin dazu, der Blasinstrumente. Nein, auch die Posaunen. Und es ist ja irgendwo alles dann auch geschichtlich immer schon so gewesen, dass Bläser eigentlich immer dann was Feierliches angekündigt haben. Ne? Und auch wenn der Liboritusch aus einer recht einfach zu spielenden Notenfolge besteht, die Momente, in denen der Tusch ertönt, faszinieren doch immer wieder. Es ist natürlich sehr, sehr stimmgewaltig, um nicht zu sagen laut. Aber laut muss ja nicht unbedingt negativ gemeint sein. Und ich glaube, das ist sehr beeindruckend für die Leute, die da halt im Dom sind. Ne? Da kommen wir aus. Also wenn man draußen nachher vom Liboritusch wieder rausgeht und dann kommt man draußen durch die Fußgängerzone, dann sagen die alle, super. Und wir kommen von daher und wir kommen von daher und wir kommen extra wegen dem Liboritusch. Früher 40 werden in diesem Jahr rund 25 bis 30 Blechbläser den Liboritusch bei den Feierlichkeiten im Dom spielen. Der Klang aber bleibt einzigartig. Unsere fünfte Jahreszeit in Paderborn ist halt Libori und da gehört das vielleicht auch dazu zur Eröffnung. Ja, dieses Gefühl, dass man vielleicht auch als Nichtmusiker dann hat diesen Schauer, den man dann der einem über den Rücken läuft. Ich glaube, das ist bei Nichtmusikern noch etwas mehr in diesem Fall. Libori ist ja das Fest, das Kirchliches und Weltliches miteinander verbindet. Und ganz Ähnliches gilt auch für die Sommererlebnisabende in der Abtei Königsmünster in Meschede. Dort gab es jetzt keinen Feierabend, sondern einen Feuerabend im wahrsten Sinne. Pater Abraham, der brennt dabei für seinen Glauben und für seine Berufung. Man muss eine Vision haben, man muss den Mut haben, Grenzen zu überschreiten, Dinge zu verändern. Das hat viel mit dem Glauben zu tun.
Man kann hier rausgehen und hat etwas gekauft, aber man kann hier auch rausgehen und kann sagen, ich bin irgendwie berührt, ich habe was von Gott erfahren, ich habe eine Anderswelt kennengelernt. Damit sind wir ja ein kirchlicher Ort jenseits von Kirche und verfasster Kirche. Herzlich willkommen hier in der Abteischmiede in Königsmünster in Meschede. Ich bin seit 33 Jahren Benediktinermönch hier im Kloster, bin 1994 zum Priester geweiht und bin sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg noch Handwerker geworden. Metallbauer, Fachrichtung Metallgestaltung, also das ist der alte Kunstschmied. Der eigentliche Arbeitsvorgang des Schmiedens hat sich seit 600 vor Christus eigentlich nicht verändert. Solange kann der Mensch Eisen verhütten. Wenn wir hier Damaszenerstahl schweißen, den Rüstungsstahl des Mittelalters und den Schwertstahl, dann ist das schon etwas unglaublich Faszinierendes. Wir haben Meteoriteisen gekauft und stellen Objekte her, die zu 50% aus Meteoriteisen sind. Und das sind Situationen, wo Menschen, die zum Beispiel Eheringe kaufen und sagen, in diesem Ring sind Himmel und Erde Feuer verschweißt. Und wenn man das erlebt, mit was für einer, also wenn das hier spritzt und das zugange ist, dann ist dieser Ring nicht nur ein Stück Eisen, das ist ein Stück Geschichte, ein Stück Seele. Und das fasziniert am Schmieden nach wie vor. Wir waren getroffen. Ja, wir sind schon. Wir Wir machen heute einen Abteisommerabend und heute Abend ist die Schmiede dran. Das fasziniert die Menschen. Das heißt, wir werden Einblick in einen fast verschwundenen Beruf geben, wo ich eigentlich auch viel über den Glauben erzählen kann, weil jedes Kreuz hat eine Idee, was wir herstellen. Jeder Altar, den wir machen, ist nicht nur ein Steinblock. Und das Lateinische. Das ist mal was ganz Neues, das kenne ich noch nicht. Und deswegen, weil es neu ist, bin ich heute Abend hier. Pater Abraham kennen wir ja ganz gut und auch seine Produkte. Das ist einfach schön heute Abend hier. Wir schmieden zu Hause auch ein wenig. Wir haben Pferde, wir kennen das Schmieden so halberlei. Und die beiden Burschen sind völlig begeistert, glühendes Eisen flach zu hauen. Es ist eine Bereicherung für unsere Gegend. Unsere Kirche ist ja in einem Zustand der Asche. Das müssen wir ganz ehrlich an- und aufnehmen. Wir müssen das Feuer erinnern und entzünden und von dem Gott, der hier unter uns ist, erzählen. Und wenn das gelingt, und vielleicht zwei, drei Menschen da irgendwie berührt nach Hause gehen, dann, glaube ich, hat der Abend schon einen Zweck erfüllt. Um große Verbundenheit geht es auch jetzt bei uns, um ein Feuer im ganz anderen Sinne. Die Paderborner sind natürlich Libori sehr verbunden. Das Libori-Fest, der Libori-Berg, die Libori-Kapelle, wo das Riesenrad hier gerade dran steht. Und jetzt kommt noch etwas dazu, das Libori-Bier. Die Paderborner Brauerei hat uns zwar nicht alle Tricks für dieses Dunkelbier verraten, aber doch so ein paar. Das Liborius Dunkel ist ein dunkles Bier mit Röstmalzen hergestellt, was aber nicht zu stark schmeckt, sondern wirklich als Bier so hergestellt ist, dass wir sagen können, es ist, ich möchte das mal so ausdrücken, abendtauglich. Um Bier zu brauen, benötigt es nur wenige Zutaten. Wer in Deutschland nach dem Reinheitsgebot braut, darf nur 4 Zutaten verwenden. Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Diese werden geschrotet, gemeischt, gekocht und gegärt.
Und das in Paderborn mit hauseigener Energie. Aber wie können bei den gleichen Voraussetzungen der Brauereien so unterschiedliche Biere entstehen? Und das ist ein bisschen wie beim Brotbacken. Da kann man auch mit wenigen Zutaten ganz unterschiedliche Brote machen. Beim Bier ist ähnlich. Ja, und dann machen wir einen Testsud, verkosten das Ganze und sagen, trifft es jetzt die Erwartungen oder trifft es das nicht? Und manchmal klappt das schon in der ersten Runde, manchmal brauchen wir auch drei. Peter Böhling leitet die Marketingabteilung der Paderborner Brauerei. Er war an der Entwicklung des Liborius Dunkel beteiligt und weiß daher genau, was es zu einem echten dunklen Bier macht. Muss man sich so vorstellen, das ist jetzt nicht ein anders gezüchtetes Korn oder so, sondern es ist halt dunkler und kräftiger geröstet. Also es ist halt mit mehr Hitze geröstet. Und vielleicht noch eine Anmerkung, das ist nicht nur Korn, sondern das ist gekeimtes Korn. Also Korn, was, wenn man das jetzt essen würde, schmeckt es süßlich. So, und genau das wollen wir haben für den Brauprozess. Im Prinzip ist es also ein, ja, das ist das Vorprodukt zum Bierbrauen. Ne, und wenn Sie das jetzt probieren würden, schmeckt es süßlich. Und das ist halt für helle Biersorten und das ist dann für dunkle Biersorten. An diesem Tag werden mehrere hundert Hektoliter der neuen Biersorte abgefüllt. Je nach Bedarf wird entsprechend produziert. 50.000 Flaschen pro Stunde laufen mit ohrenbetäubendem Lärm durch die Abfüllhalle. Und eins haben alle Flaschen gleich. Den Namen Liborius. Wir gehören zur Stadt Paderborn. Liborius ist eine ganz wichtige Person der Geschichte hier in Paderborn. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, dass wir beides miteinander verbinden und natürlich auch einen attraktiven Produktnamen haben, der irgendwo interessant macht und wo der Verbraucher auf die Idee kommt, das werde ich mal ausprobieren, in der Hoffnung, dass er nach der ersten Flasche sagt, ich trinke noch eine zweite. Das sollte kein Problem sein, denn abgefüllt wird genug. Übrigens, der Dom hier in Paderborn, der ist ja nicht nur dem heiligen Liborius geweiht, sondern auch Kilian und der Gottesmutter Maria. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn wir schauen jetzt noch einmal nach Werl zum zweiten Teil des Patronatsfestes Mariä Heimsuchung. Alle Wehen, Füße, alle Rückenbeschwerden, es ist alles weg. Wir sagen immer, die Mutter Gott uns zieht uns wie auf einem blauen Band hier in die Basilika. Für mich ist das so eine seelische Erholung. Man kann einfach mal abschalten vom ganzen Alltag und einfach mal ja, in der Gemeinschaft leben, im Glauben leben und den Weg nach Werl auf sich nehmen. Libori 2022. Wir freuen uns sehr, dass das Fest wieder stattfinden kann und hoffen, dass Sie auch Spaß an dieser Sendung hatten. Wir verabschieden uns mit den Bildern der Erhebung der Liborius-Reliquien im Dom. Und mehr Informationen zu unserer Sendung und alle Folgen finden Sie auch auf www.libori.tv. Danke fürs Zuschauen und gerne auf bald.